The Black Mile. Gut, hier aber nichts im Polizeihaus. Schade. Also nichts Waffentechnisches. Ja, da vorne ist das Ortsschild, glaube ich. Ja, da steht Sie verlassen sonst was. Also das Schild dafür. Gucken wir mal, vielleicht bin ich ja ein Greschino. Falsch rum ist L, O, P, K, A. Ach, nee. Ah, ich bin ein Gorka. Kommen Sie klar? Ich bin ein Gorka, wo seid ihr? Unter Kuglofo. Wo seid ihr? Unter Kuglofo. Kuglofo, wo ist das denn? Guckst du bei Lovo? Hoff ich doch mal. Juri, wo bist du? Vor dir. Gut. Okay. Yay. Noch weiter runter will ich aber nicht rennen, weil dann bin ich im Spawn-Gebiet. Ich würde mal interessieren, was beim Altar ist. Ein Altar? Ja, vielleicht. Wart ihr da schon? Nö. Keine Ahnung, wo der ist. Können wir zusammen zum Altar laufen? Ich will hacken. Nur wo bin ich? Gorka ist so eine komische Stadt und der eine Ausgang führt genau zum Altar, der andere nicht. Tja. Tja. Ja. Das ist ja doof. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Kann das immer aufhören zu regnen? Irgendwie geht mir das auf den Sack. Ja, irgendwie ist das too much. Ich will es wie in Minecraft haben, dass man es einfach rausstellen kann. Ja. Oh, mein Typ will was trinken. Muss seinen Kopf, muss seinen Kopf nach hinten legen. Wie geht das? Ich freue mich schon drauf, wenn die endlich den Schnee einbauen und Nebel. Oh ja. Oh ja, das wird wirklich toll. Ich freue mich drauf, wenn man Wasserflaschen nicht prozentual befüllen muss, sondern wenn du sie einfach in Regen halten kannst und sie sich prozentual automatisch auffüllen. Da musst du ja für alle 2% klicken nochmal. Ja eben, das ist ja das Nervige. Anstatt dass man sie einfach draußen hält, dann wird sie automatisch voll. Also das ist es damals auch beim Anfang. Einfach nur Hand halten und rumlaufen, ne? Aber nö. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja. Lustig wäre, wenn du die irgendwo hinstellen kannst, offen, und dann werden die gefüllt und irgendwann kannst du sie wiederholen. Und kackt der Server ab, weil überall Flaschen rumstehen, die animiert werden müssen. Ich möchte unbedingt Fahrzeuge haben, damit man nicht mehr so weit latschen muss. Zumindest Fahrräder. Leg dich mal hin, Juri. Ja. Bitte? Leg dich mal hin. Das ist die beste Autos Stelle zum Hinlegen. Ja, muss ich sagen. Wenn man Autos in der SIA noch zusammenbauen muss, ne? Ja, egal. Das verschiedene Teile. Aber Fahrzeuge wären einfach awesome, weil du musst ja so weit latschen jedes Mal. Ah, der ist ein Ladspiel. Ja. Jetzt Gorka schon wieder. Ihr seid bei Gorka? Ja, ich such das gerade. Wo ist denn das? So. Über Berezino. Ja, jetzt müssen wir erstmal durch den Schwarzwald. Oh, geil. Du, hier kannst du das Namensschild lesen von der Stadt, oder? Nö. Gut, du kannst eh kein Kyrillisch, ne? Nö. Irgendwie nicht. Mal so ein Wörterbuch. Nur für Daisy. Deutsch Daisy, Daisy Deutsch, oder was? Ist dann nur so ein Pixie-Buchgröße, weil es so wenig Wörter nur gibt. Nur die ganzen Städte. Ja, tatsächlich weiß ich einige auch auswendig, aber das sind echt nur wenige. Städtenamen? Alles klar, ja. Ja, ein paar kenne ich auch, aber ich wüsste, wenn jetzt mir jemand sagt, komm, lass uns mal sonst wo treffen. Das weiß ich, selbst wenn es ein Ort ist, wo ich... Mit denen ich kennte und wüsste ich nicht unbedingt, wo der ist. Es sei denn, es ist so einer, der halt irgendwo an der Ecke liegt. Wollen wir ja nochmal durchgucken, oder? Na, durchgucken lohnt sich, glaube ich, nicht. Viel ist hier nicht. Ist nicht viel. Okay, dann ab nach rechts durch den Wald. Joho! Richtung Feldweg da ohne. Schicken Helm hast du. Aha. Hast dein Motorrad dabei? Nee, das ist... Wir hat an einem Platten geschossen. Ja. Schade. Funktioniert trotzdem noch, sag ich. Hol's mal zurück. Das wäre so schön. Aber echt. Wäre auch bestimmt lustig, wenn man hier so mit dem... wie ein Arma 3 halt mit irgendeinem Fahrzeug lang fährt. Der Stempel ist halt auch schon ganz cool vor.
Bestimmt irgendwann Autos, wo dann so Panzer eingefügt werden und auf einmal stehen sie am Spawn mit Panzern. Ja, genau. Aber die Spawnpunkte wurden ja jetzt umgelegt, ne? Ja, nee, das nicht, aber es wurden neue da hinzugefügt. Ja, neue hinzugefügt, okay. Spawnst. Ja, das ist aber auch gut so, dass du nicht immer an der Küste spawnst. Hase! Töte ihn! Ja, ich find's nur ein bisschen schade, dass du halt nur so... Also ich find's gut, dass man nicht direkt ganz hinten drin spawnt, aber... Gut? Nee, einfach mit fröhlich weiter. Bringt im Grunde nichts, also du spawnst irgendwie, was weiß ich, eine 2-3 Laufminuten inland. Okay. Und dann läuft man ja doch meistens wieder an die Küste, um zu wissen, wo man ist. Zumindest mache ich das so. Ja, weiß ich nicht, also ich denke halt, die Städtelarmen, die da standen, klangen irgendwie so, als ob sie weiter drin waren. Ich habe sie jetzt nicht genau angeguckt. Also die in den Patch-Notes standen, meine ich damit natürlich. Ja. Aber ob das jetzt richtig ist, weiß ich auch nicht. Cutting. Ja, wenn ich mal wüsste, wo ich gerade hinlaufe. Okay. Angeblich ist die Straße von Gorka aus in beide Richtungen nur so lang wie Gorka selbst, aber ich habe so das Gefühl, ich laufe schon eine Strecke, die ist viermal so lang wie Gorka. So. Hm. Und danach endet die Straße aber, also teilt sich. Oh, nicht ehrlich. Nein! Was los? Da war mal, kurz hinter Gorka war mal ein... Ah, okay. Das erklärt's. Dann renne ich mal wieder in die andere Richtung. Denn ich bin in die falsche losgerannt. Hey. Wir dürften eigentlich auch bald da sein. Soweit dürfte es nicht mehr sein. Nee. Dann warte ich einfach beim Polizeihaus auf euch. Oben drauf. Ach, der Typ wird schon wieder was trinken. Also trinken ist echt extrem oft und essen extrem selten. Oh, ich habe aus Versehen minimiert. Ups. Huch. So. Könnte ich auch mal eben machen, solange Midi auf die Karte guckt. Trinken ist eine gute Idee. Oh, Moment. Ach so, mal kurz unterdrückt genießt. Klang feucht. Oh boah, ich war ja auch hart verschnupft die letzten Tage. Man hört's, glaube ich, noch ein bisschen. Ich höre nichts. Bei uns hat das Gewitter auch angefangen. Klingst so sexy wie immer, Juri. Ja, danke. Oh, nicht zu danken. Kriegst deinen Euro später dafür, dass du das gesagt hast. Ui. Ja. Und ein Keks. Oh, Kekse, ja. So, wenn ich jetzt schon wieder die falsche Straße lang laufe, dann aber... Gott, erzähl meine Nachbarn gerade laut. Hoffentlich hört man nicht in der Aufnahme. Ich höre nix. Ja, das muss nichts heißen. Stimmt wohl. Kann das mal aufhören zu regnen? Das ist echt deprimierend. Ich hatte gestern Sommer, da hat's echt mal aufgehört. Das ist voll schön geworden dann. Oh, das wäre ja auch mal was. Find's immer lustig, wie es dann rot im Chat drin steht, dass man komplett durchnässt ist. Ja, ist eigentlich auch gar nicht gut, irgendwann wirst du mal krank, ne? Also ist jetzt noch nicht, drin? Später aber. Ah, okay, Gott sei Dank. Heißt, dann kannst du auf solchen Servern gar nicht mehr spielen. Weil du dauerhaft krank bist. Das könnte sein. Lustig wäre, wenn du dich irgendwann auf diese Matratzen, die in jedem Haus drin liegen, drauflegen kannst. Dann in die Nacht verschlafen kannst oder so. Wenn das nicht funktioniert, weil dann ist es bei manchen Tag und bei manchen Nacht gleichzeitig. Genau, müssen alle gleichzeitig im Bett liegen. Oh, Juri, machen wir kurz einen Stopp. Ja. Okay, weiter. Okay. Wirklich so weit gerannt oder renne ich gerade die nächste falsche Straße? Oh, sowas Dummes. Weiß das nämlich nicht. Ich denke, du warst schon in Gorka, zumindest bei einem Polizeirevier. Ja, da war ich auch. Und dann bin ich eine Straße lang gerannt, hab dann irgendwann gemerkt, dass es die falsche ist. Und jetzt renne ich, glaube ich, gerade zurück, aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich schon so lange wieder renne. Das ist ja interessant. Könnte nämlich auch gut passiert sein, dass ich jetzt nämlich genau geradeaus die nächste falsche Straße genommen habe. Yay! Aber das sieht fast gut aus. Ist da vorne eine Stadt? Wenn ja, dann sieht's gut aus. Oh, zum Glück nur fast.
Ich sehe es noch nicht, da ist noch ein Wald dazwischen. Ich würde gerne mal ein paar Freunde umschießen. Also. Freunde? Freunde. Wie die? Tot! Yay! Du hast eine wunderschöne Jacke an. Ja. Und sie ist so kaputt. Ich schreibe mich danach, ne? Ja. Doch nicht. Zweimal! So, was haben wir unten? Ein See. Tümpel. Bach. Deich. See! Was ist das Schiffs? Wasser? Ja, pass auf, und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gehen, dann ist da voll das Schiffswrack. So, wir mal kurz auf die Karte gucken, weil irgendwie wird es doch gerade komisch. Ja. Also ich bin ja schon wieder falsch gelaufen. Ich nehme mal gerade einen Schluck und fülle die Flasche dann gleich nochmal auf. Theoretisch müssen wir hier irgendwo sein. Da ist ein Jägerstand. Da vorne an der Straße ist, müsste ich eigentlich genau auf der Zielgeraden sein, aber irgendwie. Ja, du sollst dich trinken, du sollst auffüllen, du Nappel. Auffüllen! Go, go, füll auf! So, Flasche voll, Affe tot. Oh, der arme Affe. Wasser vergiftet. Ja. Mit toten Affen. Eigentlich kann ich mich hier gar nicht verlaufen, wo ich hier wahrscheinlich bin. Ja, eigentlich. Eigentlich wahrscheinlich. Eigentlich unwahrscheinlich. Das ist äußerst interessant. Gibt nämlich nur 3 Straßen. Und 2 davon hast du dann abgelaufen, oder was? Ja. Die 3. habe ich wohl schon wieder mal sehen. Yay. Jetzt seid ihr gleich in Gorka und dann bin ich nicht mehr da. Dann checken wir erstmal das Airfield, oder? Welches? Airstrip oder Airfield? Was halt am nähersten ist. Nähersten. Ne? Nur es liegt beides in genau gleich verschiedenen Richtungen. Wir müssen in beide Richtungen müssen wir ein V laufen. Also, wenn wir alle 3 Punkte verbinden, ist es ein V. Ich weiß nicht, nehmen wir mal wieder das Kleine, oder, Midi? Beim Großen waren wir jetzt schon so oft. Ja. Wenn du über den Feldweg drüber bist, mach mal Stopp. Ja. Da oben, hä? Was denn? Oh, Disconnect. Bis die Kette ist da. Ja, ich habe auch eine rote Kette, aber... Das heißt immer noch nichts. Gelbe Kette. Ja. Ist schlimm. Links, ne? Ja, okay. Aber links von dir, da oben auf dem Feld, ist da auch bei dir was? Schwebt da was in der Luft? So was Silbernes irgendwie, ne? Ja. Ja, stimmt schon. Das? Ach, das soll ein Baumstumpf sein, wa? Ja, der ist halt ein bisschen versetzt. Ja, versetzt, hey. Hat den Boden nicht getroffen, der Arme. Ah, ich glaube, ich habe Gorka wieder gefunden. Warum so? Ich mal eben auf die Karte gucken, was ich eigentlich machen wollte ursprünglich. Achso, ich dachte, das hast du schon. Gut, dann sind wir auch kurz vor Gorka. Ja, lauf den Weg mal nach. Jo. Das ist dein Haus, das ist ja schon mal ein gewisses Zeichen. Ach, zum Glück, der Server ist etwas leerer geworden. Was? Oh nö. Naja. Ja, ein bisschen. Er war aber schon mal, die Liste war schon mal länger. Ein Drittel ungefähr. Gehen wir wieder drauf sind. Warte mal. Achso, ich wollte gerade sagen, ich sehe euch gar nicht, aber ihr seid ja doch da. Ihr habt ja nur so links davor. Genau. Rutsch. Genau. Macht mir Eindruck. Weil wir so schön sind, so schlau sind. Habt ihr auch schon Käsesahnetorte mit dabei? Nein. So, da ist Gorka. Ah, ich bin auch da. Gorka. Hoi, ich will euch finden. Wo ist meine M4? Du, wieso bist du so schnell? Was ist los? Er rennt mir entgegen. Ich hab Chili con Carne gegessen und furze mich mal ein Stück nach vorn. Wie riecht das so? Ja, genau.